Jo Leute, was geht ab meine lieben Freunde? Paco, The Original hier wieder am Start, wie ihr seht. Leute, heute mit einem neuen Video und zwar einem Kochvideo. Erstmal Leute, wollte ich euch sagen, dass in der letzten Zeit so GTA-Videos gekommen sind mit der Ömsen und Tulululu, der Afrikaner, der gewonnen hat, er wird keine Revanche gegen mich, weil er weiß, ich bin der Bessere. 100%ig weiß er das. Leute, ich habe vorbereitet für mein Kochvideo immer der Ömsen. Nur mal zur Info, ich habe von dir geklaut. Ich wollte das mal nachmachen und ich habe gedacht, du sagst, es schmeckt. Mal gucken, ja, ob das wirklich schmeckt. Aber ich habe auch andere Sachen vorbereitet. Ich bin heute Mittag aufgestanden. Ich war bei der Nachtschicht. Ich habe gearbeitet. Meine Frau hat schon vorbereitet. Also ich habe mich vorbereitet. Wie ihr seht, sie hat hier Sucuk klar gemacht. Da ist schon eine Pfanne drin, aber noch nicht am Brutzeln am Nachräumen. Dann Leute, ihr kennt ja alle Pute. Pute gibt Eiweiß. Von Eiweiß kriegt ihr Stiernacken. Stiernacken wie Vater. Ihr seht, hier so Putenfleisch mit Zwiebeln. Das Ganze ist noch nicht gewürzt. Ich werde es würzen, weil ich habe die Ahnung. Dann habe ich vorbereitet, muss ich noch waschen. Salata, mein Salat besteht aus Zwiebeln. Zwiebeln immer gut für die Haut. Gurke, Tomate, Paprika, Oliven habe ich hier noch von türkischen Laden. Cocktaili, Oliven auf jeden Fall, grüne Oliven. Hier sind meine Gewürze. Ich liebe es zu würzen. Dann habe ich besorgt einmal Schafskäse. Schafskäse besorgt. Das Ganze, Leute, wird damit gegessen. Nein, Spaß. Das tut meine Kleinen. Die Kamera ist neu. Ich hoffe, die fällt nicht auf den Boden. So, sieht man hier das Sucuk-Messer. Sucuk-Messer, ne? Ihr schneidet, Leute. Kann man das sehen? Oder man sieht. Gute Kamera, ja, diese. Ihr schneidet, Leute. Meine Frau hat das jetzt so geschnitten. Aber ich würde euch empfehlen. Ah, sieht der. Ich schneide das auch so, wenn man da kommt. So, zack. 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 Und ein für Azad, ein für Montana, ein für Ömsen, ein für Tulululu, ein für mich, ein für meine Tochter und noch ein für mich. Okay. So, ich mach mal die Pfanne an, ne? So, jalla, braten diese Pfanne. Heute zum Kochen, Leute. Ihr wisst ja gar nicht, um was das geht. Denn ich mache heute Wraps. Wrap. Erstmal hier alles durchwaschen, weil wer weiß, was sich hier alles noch so befindet an Insekten, an Läuse. Wir wollen ja nicht irgendeine Laus an den zwischen den Zähnen haben. Und dann, Leute, und dann vorher mache ich mal die Sucuk jetzt an. Ich weiß gar nicht, wo hat sie eigentlich die Wraps versteckt. Ich gucke auch noch hier, wo das Besteck liegt. Keine Wraps. Keine diese. Aha! Da sind die Wraps. Also Leute, die Dinger braucht ihr auch noch. Endlich gefunden. So, Pfanne an, auf geht's. Jalla. So, ich brutze den Sucuk jetzt an, damit er schön, den Sucuk gebe ich auch noch dazu, damit er schön bratet, schön dunstet. In der Zeit bereite ich die Zwiebeln vor. Ich werde den Sucuk braten lassen,
danach so ein bisschen zur Seite. Die Zwiebel, die mache ich so längs. Längs. So, zack, 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 zack. Oder ich bin Profi, ja? Oh, ich hätte mir fast in die Finger geschnitten, aber nach dran. Aber nur fast. Die Zwiebeln, die macht ihr so längs. So, ich bin immer am besten. Die tue ich erstmal hier zur Seite. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal einen extra Teller. Hier ist so ein bisschen Platz. Küche am Start am Nachbarn. Den Salat, den lasse ich so ein bisschen flockig. Ein bisschen größer die Scheiben, die Stücke. Ich schneide das nur noch ein bisschen so zurecht, damit man das so schön im Web packen kann. Aber er sollte am besten so ein wenig knacken, knackig bleiben. So, den Salat habe ich auch schon. Seht ihr Leute, so sollte der Salat bleiben. So knackig. So meine ein auf. Mein Name ist Hase. Dann habe ich hier die Lauchzwiebeln, Gurke, Tomate. Das nehme ich als nächstes. Mein Sucuk ist da schon am brutzeln. Ich kann euch das gerne mal zeigen, wie schön er brutzelt. Wir sehen, sieht richtig Muchacho aus, ja, diese. So. Dann bereite ich vor meine Lauchzwiebeln. Ich werde die auch die Stücke so ein bisschen größer machen. Dann kann man das so wie streuen, wie so ein streuner Hund. Kann man das so auf den Wraps packen. So, Lapa, am Start. Dann Leute, Tomate. Tomate schneidet ihr auch in fein hauchdünnen Scheiben. Weil die Sache ist die, bei Tomaten, wenn die Tomaten so unknackig sind, sondern so ein bisschen weich und flüssig, dann kann man die Tomaten vergessen. In der Zeit starte ich hier mein gute Zwiebel. Gute Zwiebel. Gute Messer in der Popo. So, zuletzt noch die Gurke. Ich mach das mal so in so Scheiben, ja. Übrigens Leute, ihr könnt mir auch bei Instagram folgen, ne? Hier ist mein Messerbruder. Ihr findet mich dort unter Paco The Original Bindestrich unten. So ist mein Name. Also der Sucuk-Fresser, der wird wahrscheinlich richtig Hunger bekommen, ja? Von meinen sexy Webs. Webs am Nachbarn. So. Sucuk bratet, Pute bratet. Also kann euch das mal zeigen, wie der Salat da aussieht. Richtig sexy. Muchacho. Hola, Sucuk. Pfanne heißt. Pfanne an. Das Ganze auf euren Nacken ein wenig umdrehen. Ja? Der Sucuk, der sollte so eine bräunliche, knackige Farbe haben. So. Solarium braun. Meine Kutte ist auch schön am Dunsten. Am besten ist, wenn ihr Putenfleisch aus der Theke holt, immer frisch. Weil ihr könnt dann erkennen, wie hell dieses Putenfleisch ist. Also wie sauber, wie rein. Der Sucuk, das ist schon eine richtig geile Fahne. Fahne, Farbe, ja. 12 seconds later. So, gut im Fall. Und das sieht schon hammermäßig. So,
Jetzt nehme ich mal hier die Paprika, Leute. Paprika ist sehr gesund. Es reicht die rote Paprika. Die hat richtig viele Vitamine. Richtig. Also ich bevorzuge die rote und die gelbe. Die grüne mag ich nicht so. So, das haben wir auch schon. Ich liebe es zu kochen, aber heute mache ich etwas Leichtes, weil meine Frau und ich, wir sind auf Diät. Wir haben durch die Schwangerschaft sehr viel zugenommen. Beide. Nicht nur ich, beide. So. Sucuk. Der muss so eine Farbe haben. Das zeige ich euch, Leute. Momento. Un momento, diese Problem. Das fällt schon hier alles groß, gell? Aber das sieht schon Bombe aus. Hatte sie kein Mais gekauft? Doch, Mais hat sie auch. Mais nicht vergessen. Also ich werde gleich Mais und Paprika in der Pfanne starten, wo das Sucuk war. Weil ich finde, wenn der Mais so ein bisschen angebraten ist, ein bisschen knackiger ist, schmeckt das besser. Also finde ich, meine Meinung nach. Alter, ja, scharf diese Dose. Wollt ihr Maiswasser? Hey, Vogel. Du Kopf. Maiswasser räumen. Maiswasser, jo. Schau mal. So, und den Mais haben wir auch am Start. Oliven mit Kerne oder ohne Kerne? Ich weiß nicht, was sie hier gekauft hat. Schauen wir mal. Aber ich könnte so. Voila, geschafft. Ich muss mal wieder zum Sport, ich merke das richtig. Voila, diese Oliven sind mit Kerne, ja. Kommt zuletzt. Ne? So Leute, Würzen ist startklar, ne? Ihr nehmt diese Paprika, am besten auf der Hand. Am besten auf der Hand, so. 10 Gramm, ja. Diese. Und dann schnipse die Paprika rein. So, weil geschnipst ist immer besser. Paprika wie bald. Ein wenig Salz. Zack. Dann Leute, Kräutersalz. Von der neuen Küche, ich benutze. Ein wenig Kräutersalz. Zack. So, dann hat sie noch geholt. Batschpulver. Ja, hier und dann diese. Das neue? Ist das wie alte? Ist das dasselbe, oder? Voila, ich merke Unterschied gar nichts, aber ist dasselbe. Ich lasse das jetzt hier liegen. Weil ich habe noch hier süßlichen Paprika. Der ist auch noch richtig deftig. Zack. Und dann, Leute, Pfeffer, Jock. Pfeffer, keine. So, mein Sucuk. Der ist gleich schon fertig. Ich werde mal das Kuchenfleisch ein bisschen aufheizen, weil das dauert hier. Sucuk ist glaube ich schneller als Pute, ja? Ja, wenn man so denkt, ein Rind und Pute nebeneinander und man testet Geschwindigkeit, dann gewinnt Rind. Ist so. Ist hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen, diese. So, das Ganze sieht schon richtig Bombe aus. Voila, das Ganze sieht schon richtig Bombe aus. Also ich kann mir denken, dass ihr hundertprozentig Hunger habt. Aber diese ist meine. Ja, reicht. So Leute, ich rühre das Ganze mal ein bisschen um hier. Sieht aus wie Frau, aber Frau ist da, hinter Frau ist da. Ein wenig Salz, Pute. In der Zeit, wo das brutzelt, ich mach ein bisschen Schafskäse klar. Ja. Schafskäse.
schneide den Schafskäse, hauchdünne Scheibe, aber richtig hauchdünn. Weil, wenn er dann im Wrap drin ist, dann schmilzt das alles und gleitet über unser Fleisch. Ich habe so ein bisschen Schafskäse vorbereitet. So, ich brauche einen Teller. Teller. Alles schlechte Vorbereitung, diese. Was hier unser Zwiebel kommt. Oder ich packe mal hier den Zwiebel gleich mal rein. Das ist schon mal richtig schlecht, oder? Ja? Das ist schon mal richtig schlecht. So, Zwiebel ist Startklar. Zwiebel ist Startklar. Gute Brot noch. Bisschen umrühren hier drin. So, in der Zeit, wo es gut gebrutzelt, Temperatur immer ein Auge behalten übrigens. Was hier rein? Paprika, Zwiebelenpfanne. Man hat vorhin die Geschichte aus. So, bring ich um, ja. Weiß nicht vergessen. Also ich mache das mal jetzt für einen Wrap. Wrap. Und dann was das für Name diese. Wrap. Ich brate das alles ganz leicht an. Ganz leicht. Ein bisschen Salzkäse. So. Gut. Ja, die Butter hat schon so ein bisschen bräunlich geworden. Ja, wie soll das funktionieren, wenn die Packung geschlossen ist? Minimalo. War schon ein bisschen zu viel, aber egal. So. Also mein Mais und Zwiebeln und meine Paprika ist jetzt fertig gebraten. Das sieht schon mal so aus. Daneben habe ich noch die Pute. Bombe. Mann, bin ich ein Koch. Ich werde das so machen, Leute, dass ich diese Wraps hier, nicht im Backofen mache, nicht in Mikrowelle machen, sondern, Leute, ich mache diese Wraps. Und das hier, das wird so funktionieren. Ihr nehmt den Wrap, ihr packt ihn in die Pfanne. So. So werde ich das heute machen. So, mein Putenfleisch. Rutscht noch zu Ende. Sieht richtig Bombe aus. Ich werde das gleich erstmal variieren. Napion nahm diese Deutsch. Variieren, arme Nachbarn. So, mein Wrap. Seht ihr, man kriegt da so eine bräunliche Farbe. So braun-gold. Und durch diesen Fett von Sucuk. Also ich habe in der Pfanne kein Öl reingetan. Durch den Fett von Sucuk schmeckt das Ganze am besten. Weiter geht's mit den Wraps. Zwar ist alles kalt, aber schmecken soll es. Ihr nehmt euch Salat und ihr packt euch hier erstmal schön knackigen Salat drauf. Ja. Knackig. So. Das sieht schon mal Bombe aus. Dann, Leute, packt ihr euch drauf. Jetzt kann der Käse nicht schmelzen, weil alles ist noch kalt. Hier ist noch mein Messer mit dem Blut. Ich bin ja fast verblutet. Aber zum Glück war es ja Kunstblut. Packt ihr euch hier auf, Leute. Eure Paprika, Salat und euren knackigen Mais.
Das sieht aus wie so ein Rolo. Schafskäse nicht vergessen. Noch ein, zwei Scheiben. Oh, sieht das lecker aus, ja? Ich würde diese Esse nochmal nachwürzen ein bisschen. Paprika rüber. Sucuk nicht vergessen. Ich habe noch Gurke, Tomate, Zwiebel. Ein wenig Tzatziki. So Klacks. Voilà, sieht hundertprozentig halal aus. Gurke, Tomate und ein bisschen Lauch. Du Lauch, Zwiebeln nur. Und zu guter Letzt Sucuk. Voilà, das sieht richtig sexy aus. Zeig euch das mal, wie sexy das aussieht. Aber mach kein Auge, ich hab Hunger, ne? Das sieht so sexy aus. Das Ganze rollt ihr euch ein und lasst euch es schmecken. Dasselbe könnt ihr auch machen. Das war jetzt die Sucuk-mäßig Art. Besorgt mal Teller. Ich zeig euch das mal mit Pute. Teller. Wo finde ich hier Teller? Ne? Hier eine Teller. Ich mach diese Pute-Teller für meine Frau. Als Bonus. Und dafür, dass ich sie getrennt habe. Schlips. Alles schmal. Deine gute Webs. Ah, Putenfleisch vergessen, ja? Putenfleisch. Coco Freddy wollte auch was essen. Habt ihr auch gemacht. So, meine Lieben. Nochmal von vorne. Salata. Tomato. Gurke. Ich wollte gerade Sucuk aufmachen, aber Sucuk. Sucuk keine. Sexy, ja. Was für ein geiles Essen. Mal etwas Leichtes, weil Wetter ist heute richtig schwule Wetter, ja. Diese bisschen Butterfleisch. Das ist so ein Essen, so Bodybuilder-Essen. So hundertprozentig halal Bodybuilder-Essen. Zu 100%. Ein bisschen Poolbiber. Meine Frau mag nicht so viel Poolbiber. Ich mag das aber. Und ein bisschen Tzatziki. So. So, Leute, das sieht schon mal gut aus. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, Leute, welche am besten aussieht. Meine oder ihre? So, da einmal mit Sucuk. Und einmal mit Pute. Das Ganze rollt ihr ein, wie Rollo. Und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Ich habe Hunger. Das Ganze, das hat richtig lange gedauert. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, runter. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Lasst ein Abo da bei Mr. Game Post. Lasst ein Abo da bei Der Ömsen. Und lasst ein Abo da bei Tululu. Tululu. Und Bruder, Tululu, ich will meine Revanche. Immer wieder sage ich dir, ich will meine Revanche. Ich werde dich so lange abnerven, bis ich meine Revanche kriege. Das sage ich dir. Leute, macht euch schönen Tag. Wenn ihr weitere Kochvideos wollt, gebt einen Daumen. Gebt Hashtag Kochen. Ich kann sehr gut kochen. Ich kann sehr viel kochen. Wenn ihr noch mehr Kochvideos wollt, Hashtag Kochen. Yalla. Ihr seid die besten, Leute.
Passt auf euch auf, Leute. Grüßt eure Eltern, Leute. Macht keinen Scheiß, Leute. Amen. Yalla, bis bald.